Hallo YouTube, herzlich willkommen. Was würde ich nicht dafür tun, um aus Harran wegzukommen? Ja, zu einem weiteren Part von Dying Light. So, Quartiermeister waren wir, glaube ich, schon. Tischbein habe ich aber vergessen. Nee? Ja, wir gehen jetzt raus. Aber ich muss eben, nein, mal schauen. Wir haben ein Rohr, rostige Schraubenschlüssel, ein Tischbein und noch ein Tischbein. So. Komposit, Armbrust, oh. Plastikteile, Batterien, elektronische Bauteile. Brauchen wir Klingen für? Auch Klingen und Schnur. Eine E-Gitarre brauchen wir Schnur für. Für die Bratpfanne brauchen wir Müll. Golfschläger brauchen wir auch Müll. Dafür brauchen wir auch eine Müll, den Gnom. Ochsenwumme. Schrotthackball. Eigenbau-MP. Okay. Also. Ja. Dann geht's raus. Hallo. Du willst raus, ja? Ja. Darf ich? Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Okay. Mir fällt gerade ein, ich wollte ja den Sound noch runterstellen. Dr. Sarah ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Nicht zu übersehen. Ich heiße Crane. Okay, Crane, lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit für Sightseeing. Und mach nicht so viel Lärm. Das zieht nur diese Viecher an. Oh, hallo. Noch wer? Die Geräuschkulisse ist sehr toll. Eine Klinge. Irgendwo was zu looten noch? Kiste oder so fürs Erste? Hallo, jemand zu Hause? Paar Nägel? Ich glaube, ja, ist jemand zu Hause. Oh Gott. Schnur und Tabak. Gasrohr?
weiß nicht, ob es so gut ist, wenn wir uns jetzt schon mit denen anlegen. Lust hatte ich schon. Nein. Schaden. 24. Kann man das zerstören? Das Tischbein. Und das? Auswählen. Gut. Upgraden. Und mit Upgrades lassen sich die Werte einer Waffe steigern. Schaden, Haltbarkeit oder Handling. Sie können sie erwerben, indem sie andere Überlebenden bei Begegnung mit Feinden oder bei Erkundung helfen. Ja, haben wir noch nicht. Okay. So dahin. Machen wir das doch einfach mal. Ein paar Zombies. Hallo Lady. Oh. Es sind viele jetzt. So, wer will noch mal? Auch nicht. Du. Du. Oh, kommt keiner? Okay. Hallo. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Töten erstmal ein bisschen. Bleibst du wohl liegen? Oh, da kommen ja noch mehr. Zurück. Kraftstufe. Okay. Nein. Finger weg. So, du noch. Ey, ich von hinten komme, ja? Mag ich überhaupt nicht. So,
Komm, wir müssen looten. Paar Dollar. Das ist Alkohol, Zigaretten. Alkohol ist gut für... Mullen und so. Nochmal Alkohol. Halber. Lecker, lecker. Sofort Heilung. Und 121 Dollar. Okay. Das haben wir hier schön. Oh, eine Tasche. 9 Dollar, super. Die habe ich nicht getötet. 8 Dollar. Ich nicht hoch. Da hinten vielleicht. Oh, da ist noch eine Kiste. Die ich mir gerne holen möchte, so eine kleine. Ja, sofort. Eine Kiste. Okay, ja, okay. Skyrim und Co. Das Grüßen. Noch ein Gas. Ein Käffchen. Hier noch was? Nö. So, da drüben ist noch ein. Wolltest du mich besuchen kommen? Ist aber nett. Komm, Küsschen. Oh mein Gott. Macht Spaß. Aber jetzt machen wir weiter. Wir müssen da rein. Sicherheitszone. Sehr schön. Hoffe nur, dass diese vergammelten Säcke nie lernen, wie man auf einen Transporter klettert. Okay. Peng, peng. Achso. Ich dachte, er macht die Tür Doktor? Auf. Hallo. Ist jemand da? Kenden? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein. Ein Suppressivo. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sie. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GIE nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel. Aber ich habe Tests an Antizin und an infizierten Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten.
Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten, denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Er ist beschäftigt. Sei schnell. Rahim, Sia hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zaras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Okay. Sprechen wir mit Spike. Fertigkeitspunkte. Sie haben Fertigkeitspunkte, die Sie auf die Fertigkeitsbäume verteilen können. Sehr schön. Überlebensrang. Der Rang Überlebender verschafft Ihnen Zugang zu hilfreichen Fähigkeiten, Entwürfen und Hilfsmitteln. Um den Rang zu erhöhen, erfüllen Sie Quests, helfen anderen Überlebenden und nehmen an Herausforderungen teil. Je höher Ihr Rang ist, desto besser ist die Ausrüstung, die Ihnen in Geschäften angeboten wird. Achso, gedrückt. Ja, wir können ja erstmal nur das Starter-Kit. Lernen Sie die fürs Überleben elementarsten Dinge herzustellen. Dietriche Böller, einfache Wurfsteine. Oh, und Molotow-Cocktail, natürlich. Gut, haben wir. Dann haben wir hier Kraft. Der Kraftbaum ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Gegnern direkt zu stellen. Um Ihre Kraftstufe zu erhöhen, stürzen Sie sich in Kämpfe, töten Ihre Gegner einfallsreich oder nutzen Fertigkeiten des Kraftbaums. Okay, da haben wir nur das hier. Lernen Sie mit größter Präzision anzugreifen. Jedes Mal, wenn Sie einen Gegner mit einer stumpfen Waffe an der Brust oder am Kopf treffen, besteht die Möglichkeit, ihn zu betäuben. Ausnahmen. Ja, okay. Gut. Ja, Spike. Hey, Spike. Ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde die Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Aha. Gut. Wie werden die geschmissen? Ich muss mal rausgehen. Durchsuchen Sie leicht verlassene Autos, Möbelstücke und sogar Mülleimer, um Geld, Waffen, Werkzeugteile zu finden. Nutzen Sie Ihren Überlebenssinn A, um Gegenstände, die Sie plündern können, zu identifizieren. Suchen Sie in der Umgebung nach großen, verschlossenen Truhen, die von anderen Überlebenden zurückgelassen wurden. In der Regel stehen sie auf Dächern außer Reichweite der Zombies. Sie enthalten Waffen und andere wertvolle Dinge. Ja. Okay. Äh.
Danke. Oh, so kann man treten. Warte mal kurz. Nein, falscher Knopf. Das können wir ja dann zerlegen. Können wir irgendwas schon herstellen? Metallteile fehlen uns. Dietrich können wir herstellen. Okay. So, wo müssen wir hin? Da hoch. Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Jade hier. Ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu. Einer und... Sorry. Unsere Kurier wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Schon wieder. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte... Okay. Auf zum nächsten. Erschreck mich. Ach, nicht. So. Hallöchen. Tag auch. Okay. 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 Moment. Okay. Ihr seid sehr viele. Okay. Okay. Moment. Okay. 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 Wollt ihr nicht dorthin? Auch nicht. Hier. Hallöchen, Hallöchen. Meine Waffe ist kaputt. Oh Gott, sind das viele. Oh. Und auch hier. Nett, dich zu sehen. Tschüss. So. Ja, ich muss sie alle töten, oder wie?
Ich denke ja. Das könnte lustig werden. Kommt mal alle hier hoch. Ja, zieh dich hoch. Oder auch nicht. Hallo. Aus dem Weg. Wie soll das denn gehen? Trefft auch gut, so gut wie ich, ne? Das geht ja gar nicht. Waffe ist Schrott. Also so geht das nicht. Ach, ich muss die Waffe wieder wechseln. Ich habe eine Idee. Weg von meinem Auto. Kannst du kurz weggehen? Danke. Wieso kann ich die nicht machen? Weil ich die wahrscheinlich gleich machen soll. Ah, Mann, ich drauf. Tschüss. Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Ja.
Ich dachte, wir sollten... Naja, okay. Nicht denken, spielen. Nagelbrett. Kann ich die auch nehmen? Na komm, gib mir die Schaufel oder ein Wasserrohr. Bodenplanke. Oh, oh. Oh Mann, für den kommt jede Hilfe zu spät. Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Anzulegen. Habe ich das jetzt genommen und es ist kaputt. Dann und nehme das. Okay. Kampftagebuch. Eine Sicherheitszone freigeschaltet. Ach Mist. Fast. Einen Augenblick noch. Huch. Was denn los? Ich muss festhalten. So. Schnur. Eine Kiste. Okay, Schlösser knacken. Ein schlichtes Rohr. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner
Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Jade, fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Kann ich ein Minikit herstellen? Und, Rain? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Die Straße wimmelt von Infizierten. Ja und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Dahin. Ach, kommt schon. Schnell, schnell. Bin mit dem Auto fertig, Spike. Weiter so, dann schaffst du es vielleicht. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Loot mal eben. Okay. Wir müssen darüber. Spike, die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Mist. Na gut. Oh, hallo. Du bist tot, ne? Du bist wirklich tot. Wo muss ich denn hin? Es wird irgendwie dunkel. Okay, weiter geht's. Sich hin. Da drüben hin? Okay. Au. Hoch. Sag das doch. Okay. Geh aus dem Weg. Ähm.
komme ich denn da oben hin? Wahrscheinlich von da hinten. Ach, von dem Haus, blöde. Hier, da. Ziemlich imposantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Davon kriegen die Infizierten Sonnenbrand. Okay, nochmal Schloss knacken. Oh, aber fast. Sehr schön. Ist ja dunkel. Da oben. Ah, da. Boah. Auf zum nächsten. Wir sind oben. Ups, ich bin runtergefallen. Mir das jetzt nicht passieren. Nein, ich komme da nicht hoch. Muss ich vielleicht mit Anlauf machen? Ich sterbe nicht an einem Zombiebiss, ich sterbe, ich immer runterfalle. Auch nett. Gut, Beleuchtung ist bereit. Dann weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Ah. Sorry, ich muss hier hoch. Da. So, öffnen. Ah.
Mist. Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Och, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Meine Nähe. Hey, der Stromausfall ist eine Katastrophe. Wir sind wehrlos. Die Unterschlüpfe und einige Fallen funktionieren auch nicht mehr. Wir brauchen schnellstens wieder Strom. Mama. Inventar ist voll. Sie haben eine Waffenupgrade zur Verfügung. Wählen Sie eine Waffe aus und drücken Sie LT, um das. Kreuzritter. Okay. Dann. Okay. Dann können wir das auch mitnehmen. Ja, habe ich angeschaltet. Hier. Oh, ich muss selber drücken. Okay. Gut, das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. Gibt's hier sonst nix? Ah, hier. Sehr schön. Ach, die ist auch nicht so. Oh, hallo. Nette Augen. Und was kann ich noch zerstören? Das hier.
den noch mit. Wir haben's dunkel draußen. Da. Ja, Junge, gib Gummi. Geht's nicht weiter. Oh nein, wo sind wir hier? Ich weiß nicht, wohin. Haben wir Karte? Hallöchen, auf Wiedersehen. Hallöchen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, macht's gut. Bye, bye. Oha. Oh, Fertigkeitspunkte haben wir. Ah, Kraftstufe. K.O.-Tritt, passive Fertigkeit. Es besteht eine 10%ige Chance, dass Sie Ihren Gegner mit einem Tritt ausnocken. Bewusstlose Feinde sind einfacher zu töten. Drücken Sie für einen K.O.-Tritt LB. Mehrfachwurf. Visieren Sie mit Wurfwaffen bis zu 3 Feinde an. Halten Sie RT gedrückt, um Ihren Ziele zu markieren. Lassen Sie zum Werfen los, um die Anvisierung aufzunehmen. Drücken Sie RT. Nehmen wir. Und Wendigkeit. Der Wendigkeitsbaum ermöglicht es Ihnen, Ihren Gegner davonzulaufen. Um Ihre Wendigkeitsstufe zu erhöhen, können Sie klettern, springen oder andere Parkour-Aktionen ausführen. Oder Fertigkeiten des Wendigkeitsbaums nutzen. Da bleibt uns nur, weichen Sie Angriffen aus, indem Sie zur Seite oder nach hinten springen. Bewegen Sie sich in die jeweilige Richtung und drücken Sie zum Ausweichen RB. Nehmen wir. Einfach so. Vielleicht müssten ja die Schattenläufer kommen, oder wie die heißen. Daran kann ich mich noch erinnern. Wieder aufheben. Mist. Ich brauche unbedingt Medikits, muss ich unbedingt herstellen.
Also die Ecke ist ziemlich ruhig. Wo sieht man denn die Uhrzeit in dem Spiel? Keine Ahnung. Oh, da war dein Kiefer weg, oder? Macht Spaß. So, können wir ein bisschen looten. Ich weiß, die Folge ist ja lang heute. Ja, ich würde mal sagen, ich beende jetzt den Part. Ich dachte, die Nacht bricht rein und so. Okay, vielleicht bricht sie noch nicht so direkt ein. Ich muss erst mit ihm reden. So, dann machen wir das doch. Scheiße. Was war das denn? Kyle Crane. Crane? Was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen, voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Leider reichen diese Angaben nicht. Aber wenn Sie noch einen sehen, dann sagen Sie Bescheid. In Ordnung. Okay. Okay, ich muss schlafen. Gut. Dann würde ich aber auch sagen, ich beende den Part, bedanke mich fürs Zusehen. Crane, bist du wach? Schlechte Neuigkeiten. Wir müssen reden. Okay, eine Sekunde. Offline. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Bis dahin. Adios. Okay. Ja, aber jetzt nicht. Also, bis dahin. Adios.